Wie schmal der Grat zwischen Normalität und Grauen ist, wurde der Welt nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten vor fast 80 Jahren eindrucksvoll vor Augen geführt. Im Rahmen der Initiative Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage präsentierte zu diesem Anlass die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Verein Pro Kultur e.V. mit dem Stück Mein Kampf einen künstlerisch-kritischen Blick auf das Werden des Diktators. Wir spielen heute Abend hier einen Ausschnitt aus dem Stück Mein Kampf von George Tabori, dem Juden, dem gekrönten König des Theaters des 20. Jahrhunderts, muss man sagen, der mit 93 Jahren 2004 gestorben ist, der viel im Berliner Ensemble aufgeführt wurde und der 1987 mit diesem Stück einen wesentlichen Akzent gesetzt hat. Hier geht es um die Begegnung zwischen dem Juden Schlomo Herzl und Adolf Hitler, bevor Hitler überhaupt seine politische Karriere begonnen hat. Denn er hat ja zwei Aufnahmeprüfungen an der Akademie der Künste in Wien versemmelt. Und hier hat er in der Zeit auch in einem Männerheim gewohnt und wird von dem Juden Schlomo Herzl aufgepäppelt, der versucht, ihn zu stützen, ihn zu verstehen, ihm Wärme zu geben, ihm seinen Mantel zu leihen, damit er nicht friert. Und ein lakonischer Satz am Ende des Stückes lautet von Schlomo Herzl: Ich war dumm zu wissen, dass manche Menschen Liebe nicht ertragen können. Na, wie ist der Titel? Wie nennst du dein Buch? Mein Leben, soll es heißen. Mein Leben? Das soll ein Titel sein für einen bedeutenden Postseller. Das soll ein Titel sein für einen bedeutenden Kommentar. Schlomo, bin enttäuscht. Wie wär's mit meinem Kampf? Das ist es. Jetzt haben Sie es. Wer hat Sie gefragt? Mein Kampf ist eine gelungene Tragikomödie von George Tabori, die gekonnt vom Magdeburger Poetenpack inszeniert wird. Das Stück zeigt, wie dicht Normalität und Jahrhundertverbrechen beieinander liegen. Erzählt wird die Geschichte der Wandlung des Menschen Adolf Hitler in den Massenmörder und Kriegstreiber. Tabori, der große Tabori, zeichnet in seinem Stück Mein Kampf Hitlers Weg vom gescheiterten jungen Künstler zum fundamentalen Antisemiten in der Form einer sarkastischen Tragikomödie. Viele Fragen, die uns heute, die Nachgeborenen, bewegen, werden aufgegriffen, wie zum Beispiel, wie wird eigentlich so einer zum Menschenverächter und Rassisten? Warum konnte er mit diesem menschenverachtenden Gedankengut Einfluss gewinnen auf gebildete Köpfe? Was läuft falsch in einer Gesellschaft, die ihn in dieser Weise formt und dann auch noch zum Einfluss kommen lässt, ja, zur Heilsfigur werden lässt? Und das in einer Zeit, wo er der Pulverdampf des Ersten Weltkriegs gerade erst verzogen ist. Sachsen-Anhalt motivieren, dieses Stück an ihre Schule zu holen und es Schülern zu zeigen, um an die Geschichte zu erinnern. Und das Stück zeigt vor allen Dingen die jüngeren Jahre der Person Adolf Hitler und seinen Weg in den Antisemitismus. Und das Stück zeigt dies in einer ja fast spielerischen, farceartigen Auseinandersetzung mit dem Thema. Und wir hoffen sehr, dass wir Schülerinnen und Schüler darüber zum Nachdenken anregen können. Daher sollen interessierte Schulen die Möglichkeit bekommen, dieses Stück gemeinsam mit dem Poetenpack und der Landeszentrale für politische Bildung auch an ihrer Schule aufzuführen. Der 29. Januar bildete dazu den Auftakt.
Der 1914 in Budapest geborene Theaterregisseur George Tabori setzte in seinen Theaterstücken dem Grauen von Rassismus und Massenmord schwarzen Humor und absurde Komik entgegen. In Mein Kampf gibt Tabori, dessen jüdische Mutter nur durch Zufall aus einem Konzentrationslager fliehen konnte, dem Zuschauer die Frage für den Alltag mit auf den Weg. Was wäre, wenn so etwas wieder passiert? Dennoch muss ich zunächst einmal meinem äußersten Erstaunen, nein, meinem Widerwillen Ausdruck verleihen. Aber ich habe an einem Buch gearbeitet, bis Gott mich unterbrach. Wer? Gott ist tot. Denkst du? Ja, weg. Schon verloren. Wie heißt die? Hitler. Komisch.